Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Legend of Zelda Windwaker. Machen uns jetzt mal auf den Weg hier runter. Könnte ein bisschen dauern. Nicht so hastig, Jungschen. Es soll kein Schimmer werden, der diese Seekarte angedreht hat, aber außer dem großen weiten Meer ist da ja auch sonst fast nichts drauf eingezeichnet. Was soll denn bitte für eine Seekarte sein? Was denn wie denn? Da erzählt man dir freundlich was und du machst dein Gesicht? Als hättest du den Klabautermann gesehen? Wie dem auch sei, ich verrate dich jetzt mal was Wissenswertes über diese Insel hier. Also falte mal geschwind deine Seekarte auf. Rückseite von der Konia Insel befindet sich eine höchst verdächtige Höhle. Tja, nur zu dumm, dass du keine Flügel hast, denn ohne kleine Flugeinlage wirst du da leider kaum hinkommen. Aber da kann man wohl nichts machen, also lass den Kopf nicht zu sehr hängen. Das wäre jetzt weit von mir. Außerdem habe ich auch alle meine Kumpels bei den anderen Inseln Bescheid gesagt. Wenn du also in der Nähe einer Insel einen Fisch herumspringen siehst, dann wirf ihm doch ein wenig Futter zu. Dann zeichne dir ja die Insel auf deine Seekarte. Verrät dir noch eine nützliche Information obendrein. Hey, roter Leue, damit wären wir quitt. Viel Glück. Ist klar. Das ist doch ein wunderschöner Vulkan hier. Minispiel brauchen wir ja nicht zu machen, wir haben ja noch mehr als genug Münzen. Mal guck mal, ein Gegner. Vorne müsste es doch eigentlich schon sein, wo wir hin müssen. Würde ich jetzt mal tippen. Ist aber noch ein Feld? Ja, wir sind noch ein Feld entfernt.
Hey! Land in Sicht. Das ist dein Zielort, die Insel Tantopia. Von der See aus scheint es fast so, als würde ein riesiger Baum aus dem Meer ragen. Auf der Insel liegt ein üppiger Wald, die Heimat des Dekobaums, des Terrahüters. Meine Aufgabe ist es, den Dekobaum zu finden und ihm den göttlichen Artefakt Pharos der Mond in Empfang zu nehmen. Ich hege die Befürchtung, dass uns Garland auch auf dieser Insel zuvorgekommen sein könnte. Sei also auf der Hut. Na gut, wir gucken mal hier noch bei dem wieder. Na, der hat nur Futter. Samen gefunden. Die Münzen sind wirklich egal. Falsche Taste. Ich wechsle ganz die X mit der Y-Taste. Oi, oi, oi.
Bitte entschuldige. Es ist nur so, dass dein Gewand mich an vergangene Tage erinnert und ich mich der Sprache aus jenen Tagen bediente. Ich bin der Schutzgott dieses Waldes, der Dekobaum. Ich danke dir, dass du mich von diesen Plagengeistern erlöst hast. Sag mir, derjenige, der dich hierher geführt hat, ist das nicht zufällig das entsprechende Boot namens Roter Leuenkönig? Das dachte ich mir. Benötigst du also Steomond der Göttin, nicht wahr? Ich verstehe, damit ist auch das Rätsel um all die Monster geklärt, die vor einiger Zeit hier aufgetaucht sind, um die Wälder unsicher machen. Dieser schändliche Ganon ist demnach wieder auferstanden. Eile ist geboten. Krox, Kinder des Waldes, dieser Junge ist nicht euer Feind. Seid unbesorgt und zeigt euch. Wie lautet dein Name, mein Junge? Otto? Oder darf ich dir die Krox vorstellen? Sie sind ein Volk von Waldgeistern. Ursprünglich waren sie Menschen, aber die langen, langen Jahre des Lebens umgehen und mehr haben sie ihre jetzige Gestalt entwickeln lassen. Die Menschen haben Angst vor ihnen wegen ihr Aussehen, aber in meinen Augen sind alles liebe, brave Kinder. Wie gewohnt wollten wir gerade alle zusammen unsere alljährige Zeremonie abhalten. In der Mond, den du benötigst, will ich dir nach der Zeremonie aushändigen. Aber wenn wir uns jetzt nicht mit der Zeremonie beeilen, dann geschieht noch ein Unglück. Nun dann, sind alle bereit. Wollen wir beginnen? Dekobaum. Furchtbar, furchtbar. Das ist ganz furchtbar. Makorus, Makorus ist... Was geschehen, Tilus? Nun, Makorus, ihr kommt aber auch immer zu spät. Aber nein, Dekobaum, Makorus ist in den verbotenen Hain gestürzt. Was sagst du da, in den verbotenen Hain? Ich habe ihm gesagt, er soll vorsichtig sein. Aber Makorus sagte, er würde diesmal die Route oberhalb des verbotenen Hain fliegen. Das sei eine Abkürzung. Immer dieser Makorus. Oh, du hast es ja gehört. Der verbotene Hain liegt gleich neben diesem Wald. Es ist ein unheimlicher Ort, an dem sie schreckliche Monster niedergelassen haben. Und dort ist mein kleiner Makorus abgestürzt und wird jetzt bestimmt von ihnen gefangen gehalten. Wurde es vom roten Leuenkönig hergeführt. Dürfte ich dich wohl darum bitten, meinen kleinen Makorus zu retten? Dekobaum, Menschen können aber nicht fliegen. Du hast recht. Vom Meer aus kommt man dann wohl nicht hin. Otto, du scheinst mir schwerer zu sein als die Krox, aber es muss funktionieren. Benutze den Gegenstand, den ich dir gebe, und flieg damit durch die Lüfte. Ah, also dann, Bote, kletter bis hinauf über meinen Kopf und hol dir das Blatt. Alles klar, dann machen wir das doch mal in der nächsten Folge. Bedanke mich fürs Einschalten und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wiedersehen.